Diesen Sensenkurs gibt es nicht für Großgruppen. Denn für jede Person war ein Dengelhocker mit Amboss und passendem Hammer vorbereitet. Zuerst hieß es Zielen und Treffen lernen. Da könnt ihr gerne mit dem Kugelschreiber einen Strich machen, bei 2 mm oder so. Und nur den Teil da vorne hauen. Und zwar. Und immer gleich starke Schläge. Einfacher geht es mit dünnem Amboss und alten Sensenblättern zum Üben. Im Frühtau ging es dann auf der Wiese weiter mit dem Einstellen des Sensenbaumes, auch Worb genannt. Der untere Griff wird auf der Höhe des Hüftgelenkes montiert, der obere Griff eine sehr gute Unterarmlänge darüber. Dann war der Winkel des Sensenblattes mit Hilfe des Sensenringes einzustellen. So, Referenzpunkt. Geht's? 1 cm eingestellt ungefähr, das passt. Gut. Der Sensenrücker links und wir bleiben auch da. Und dann, wie gesagt, der sichere Handabstand, so handbreit, ist man mit der Hand eigentlich immer unter der Sense. Ich muss nicht so hoch, bin ich ja wieder mit der Hand in Gefahr. Und ich fahre auch mit der Hand bei jedem Strich nicht wirklich viel da so rüber. Ihr müsst das mal gucken, ich drehe das viel aus dem Handgelenk. Die meiste Bewegung ist aus dem Handgelenk und ein bisschen aus dem wieder vorne. Also einmal vorne, hinter. Vorne, hinter. Vorne, hinter. Und das Zurückfahren ist immer ohne Witze. So, jetzt können wir mal den Schutz wegmachen. Klar haben wir das bei dieser prima Erklärung bestens kapiert und uns alle schon überlegt, unsere Traktoren mit Mähwerk zu verkaufen. Und schon gab es die nächste Vorbereitungsübung. Also ich kann es im Stehen oder mit Gewicht verlagern. So, guck, die Hände gehen hoch, runter liegen ja. Ist eigentlich die Sense immer am Boden und wir dürfen sie nicht wegheben. Wir brauchen nicht einstechen und nicht so ausfahren, sondern flach am Boden. Wir dürfen sie eigentlich sogar an der Boden drücken. So da, wo eure Sense ungefähr diesen Aufkleber hat, so im letzten Drittel. An der Stelle wollt ihr sie bewusst immer in der Boden drücken. An der Boden drücken. So. Ich mach mal jetzt den Schwung vor und dann tun wir das auf der Stelle und dann sollte vor uns so ein schönes C stehen, so ein schöner Bogen. Wenn ich die Linie durch meine Füße mir denke, dann ist am Anfang vom Schwung ungefähr die Spitze von der Sense auf der Linie. Linie durch meine Fußspitze, so das ist der Anfang vom Schwung. Okay. Meistens geht man dann am Anfang sogar noch so, eher noch weiter hinten dann. Am Schluss vom Schwung ist der Bart. Dann ist der Schwung komplett. Und die Sense, der Wurf, der wird eng an meinem Körper geführt und ich bleibe auch relativ aufrecht. In die Knie gehe ich ein bisschen, so beuge, dass man so lang locker bleibt. Und dann die Kraft zum den Schwung machen, die kommt aus dem Rumpf. Die Hand führt eigentlich nur. Der Rumpf muss ich da mitnehmen. Jetzt stehe ich komplett mit dem Rumpf da drüber. Ich bin da rüber. Und wenn ich da anfange, ist mein Rumpf da drüber. Ich kann nicht gerade stehen bleiben und das alles mit den Händen machen. So dann die Arme weh und das ist halt schon wieder Rumpf. Jetzt lade ich meinen Rumpf vorne, das ist falsch. Ich muss da mitdrehen. Körper, Rumpf, mitdrehen! Körper, Rumpf, mitdrehen! Halte mir gerade. Wichtig ist hier, dass alles gnädig ist. Das gnädig stimmt.
So, ich glaube, das reicht, oder? Ja, mir auch. Es waren zwei prima, lehrreiche Übungstage. Kompliment unserem guten Lehrer, der für jeden auch die komplette Ausrüstung dabei hatte.